Zuletzt bei Super Mario 64 The Green Stars. Wir betraten das finale Schloss auf der Oberwelt, wo die letzten 5 Kurse auf uns warten. Wir gingen tatsächlich direkt in den letzten Kurs, in den Rainbow Star Haven, wo wir alle Sterne einsammeln konnten. Dabei sprachen wir über das Thema Autos, dass es ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, allein schon vom Lebensstandard her, ob man aus der Großstadt oder aus dem Dorf kommt und was für mich persönlich an einem Auto wichtig ist. Ich fand tatsächlich ein sehr interessanter Talk im letzten Video. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 64 The Green Stars. Und wir sind im finalen Bowser-Schloss, also in der finalen Overworld von Bowser-Schloss. Und gehen jetzt in Kurs 11. Dark Dank Abyss, A Breath of Fresh Air. Oh, wir kriegen sogar nochmal eine neue Wasserwelt spendiert. Hallo? Okay, das ist ja mal sehr interessant. Und sehe ich das richtig, dass dieses Level irgendwie nur daraus besteht, dass man nach oben läuft oder so? Moment mal. Auf dem Weg nach oben, pass auf, da, falls du irgendwelche pinken Bob-Oms siehst, du bereust es, wenn du sie nicht siehst. Ach du Scheiße. Ist das wirklich ein Level, was einfach nur straight nach oben geht? Oder was darf ich mir jetzt unter all dem hier vorstellen? Was ist das für ein Level? Siehst du das Herz vor dir? Wenn du es berührst, steigt das Wasserlevel oder es fällt. Je nachdem, wo du bist. Ah. Okay. Ja, komm, dann lass mir das doch mal steigen, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt sowieso ganz nach oben klettere, ne? Wenn dieses Level hier A Breath of Fresh Air heißt, dann heißt es ja vielleicht, dass man irgendwie in so einer Art dunklen Höhle ist. Und vielleicht sich komplett nach oben rauskämpfen muss. Und dementsprechend, wenn wir dann quasi das Wasserlevel erhöhen, dann fallen wir nicht quasi so weit runter. Sollten wir mal einen Sprung nicht schaffen. Versteht ihr, was ich meine? Vollkommen egal. Solange es für mich Sinn ergibt, ist es, glaube ich, das Wichtige. Und wir müssen, wie gesagt, weiterhin nach pinken Bob-Oms suchen. Yes, und da ist doch auch schon einer. So, ich überlege jetzt auch gerade schon, ob es sinnvoll ist, hier auf... jetzt gleich auf Red Coins und 100 Coins zu gehen. Ich muss das mal checken, wie das Level funktioniert. Verdammt. Und der öffnet die Kanone für uns. Okay, oh mein Gott. Ja, das Level geht einfach straight nach oben. What the fuck? Aber vollkommen egal, Freunde. Wir gucken uns das einfach mal gemeinsam an, was hier so los ist. Es ist gerade früh am Morgen. Okay, stopp. Zurück, es ist nicht früh am Morgen. Ich bin heute um 8:30 aufgestanden. Da werden jetzt eigentlich schon sagen, Bruder, früher morgen, was, ne, also wie gesagt, es ist Vormittag, ich habe jetzt gerade gut gefrühstückt und beim Bäcker hab noch, da kann ich auch das Wasser wieder steigen lassen und hab mir einfach was Leckeres zu schnabulieren geholt und hab gut gefrühstückt und dass ich jetzt einfach meinen Tag damit beginnen kann, Super Mario 64 zu spielen, das ist schon fucking cool. Oh, warte mal, ich glaube, wenn ich da reinschwimme, geht's doch safe zu einem Stern, oder? Oder? Moment. Wir überprüfen das kurz. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, definitiv gegeben. Okay, wir schwimmen nach oben. Da ist jetzt sozusagen hier eine Lücke, aber ich kann die Kamera nicht drehen. Was ist das für ein Ort? Und warum ist die Kamera so weird? Okay, hier ist einfach nichts. Warum ist die Kamera so weird? Wie gesagt, ich kann die nicht drehen. Weder nach rechts oder links. Was ist... Ah, Kamera! Verdammte Kacke. Nein. Vielleicht bereue ich das, was ich jetzt sage. Aber es ist wirklich extrem schön für mich, dass ich meinen Tag... damit beginnen kann, Mario 64 zu spielen. Ich bin da sehr dankbar für. Und das ist schon so ein kleiner Traum, der wahr wird, ne? Also, so, man steht auf, frühstückt und arbeitet, in Anführungszeichen, dann erstmal, indem man sein absolutes Lieblingsspiel spielt und währenddessen mit ein paar Leuten über verschiedene Themen quatscht und das Leben genießt und rausfindet, was sie in ihrem Leben beschäftigt. Ich euch erzähle, was mich in meinem Leben beschäftigt, mir einfach eine
eine geile Zeit zusammen haben. Also wirklich ganz viel Liebe an jeden Einzelnen von euch. So, Freunde, wir probieren jetzt nochmal an dieses Herz ranzukommen. Jawollo! Das hat doch schon besser funktioniert. Aber ich hoffe, dass ich dieses nach oben klettern jetzt nicht in jeder Mission machen muss. Also allgemein stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage, wo will denn der Mod-Ersteller hier in diesem Level 6 oder 7 mit dem 100-Münzstern 7 Grünsterne verstecken? Also, was ist das für ein Level? Aber wie gesagt, das ist auch gleichzeitig sehr interessant, muss ich zugeben. Das war leider nichts. Aber es fällt mir leider ein bisschen schwer, währenddessen über ein Thema zu reden, weil mich dieses Level wirklich ein bisschen confused und ich einfach sehr nachdenken muss, was es hier zu tun gibt und wie ich hier einen Sprung nach dem anderen setze, um dann hoffentlich irgendwann an das Ziel der Reise zu kommen. Ja, das ist ein sehr außergewöhnliches Mario 64 Erlebnis. Holy shit! Was ist das für ein Level? Sehr präzise Sprünge, die hier gesetzt werden müssen. Da könnte ich sogar wahrscheinlich mit dem Seitwärtssprung hochkommen. Aber ich mache jetzt lieber hier die sichere Variante. Aber jedes Herz, was wir erreichen, ist quasi eine Art Checkpoint. Das ist das Gute. Das ist das sehr, 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 sehr Gute. Jedes Herz, was wir erreichen, spart uns einfach wieder ein bisschen Weg, beziehungsweise verhindert, dass wir irgendwo frustrierend runterfallen. Aber ich kann schon mal so grob ansprechen, was das heutige Thema sein wird. Und das ist tatsächlich, auch wenn ich jetzt hier so ein Good Vibe, ich bin gerade erst aufgestanden, ne, Video ist, und ich werde auch weiterhin einen Good Vibe haben, ist es aber tatsächlich ein Thema, was eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt. Das muss man einfach mal so sagen. Natürlich bin ich wieder über einen Zuschauer auf die Idee gekommen. Also ganz, ganz liebes Dankeschön, das wollte ich sagen, an den Zuschauer, der mich auf die Idee gebracht hat. Und jetzt sind wir oben. Soeben haben wir diese Schlucht hier verlassen, ne? Und oha, okay, da ist ein Stern, aber wo zur Hölle, Freunde? Sind denn jetzt die letzten 3 Red Coins und wo soll ich denn noch 46 Münzen herbekommen? What the hell? What the hell? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Wo soll denn hier noch was sein? Wo, also, ernsthaft, wo? Da ist ein Stern in der Wand? Ah, schaut mal, hier kann ich rein. Zieh mal einer an. Also das heutige Thema, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich eine recht ernsthafte Thematik. Und dementsprechend will ich der Thematik auch die notwendige Ernsthaftigkeit zukommen lassen. Sehr gut. Boah, ich muss so aufpassen, dass ich jetzt nicht abnippel. Aber wie gesagt, das Problem ist, ich kann die Kamera nicht drehen. Ich muss das jetzt leider alles hier so nehmen, wie es ist. Ich sehe halt gar nichts. Wie kann man nur so eine schlechte Kamera programmieren? Da kommt doch jetzt safe ein Stern, oder? Aber wenn ich den Stern nicht mitnehme, sterbe ich. Aber ich sehe nichts. Okay, jetzt gerate ich in Panik. Ich sehe gar nichts. Hier ist Feierabend für mich. Was ist... Wow. Geiles Spiel, geiles Level. Heftige Kamera. Good Job. Gute Programmierung. Ich bin pissig. Was ist das für ein Mülllevel? Was ist das für ein Mülllevel? Das ist einfach nur schlecht. Oh, aber schaut mal, Freunde, hier bei der grünen Röhre. Bin jetzt durch die grüne Röhre durchgetaucht. Da ist auch noch eine Red Coin. Sehr interessant. Oh, guck mal. Ich habe hier gerade noch einen Eingang gefunden. In der Höhle, weil ich habe jetzt so ein bisschen mir alles angeguckt. Quasi so, während ich nach oben geklettert bin, ob ich mit dem Wasser da nochmal
neue Orte betreten kann. Und ja, kann ich. Und wenn ich jetzt hier eventuell noch eine Red Coin finde, mit der beschissensten Kameraansicht aller Zeiten, dann... Aber hier ist keine Red Coin. Ich müsste hier irgendwie reinwenden, wenn hier kein Wasser ist. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Boah, ist die Kamera schlecht. Boah, ist die Kamera schlecht. Ich komm nicht drauf klar. Die ist so super bärmlich. Wenn hier eine Red Coin wäre, die bestimmt eine Kiste ist, dann würde hier was gehen. Aber ich muss hier irgendwie reinkommen und ich muss das Wasser absenken. Aber dann trotzdem quasi diesen Ort hier betreten. Aber schaut mal, da drüben ist auch noch eine Höhle. Aber ich glaube, da war der Pink Bob-Om drin. Ja, okay. Ist erstmal nicht wichtig für uns. Aber wenn ich das Wasser absenke, habe ich keine Chance, in diese Höhle da reinzukommen, oder? Doch, ich könnte von da longjumpen. Ich könnte von dem Schiff longjumpen. Doch. Das geht. Zack. Einfach von hier. So sieht's aus. Okay. So, Freunde. Jetzt sind wir hier im Modus. Beste Kamera. 10 von 10. Okay. Was geht hier? Red Coin? Ja. Okay, wir können die Red Coin Mission jetzt schon mal schaffen. Ich würde aber natürlich gerne die 100 Münzen gleich noch mitmachen. Das Problem dabei... Oh, nee. Das Problem... Oder diese Kamera. Das Problem dabei ist, dass... Also, ich müsste irgendwo einen blauen Münzschalter finden. Das ist der größte Crap, den ich je gespielt habe. Okay, hier ist einfach gar nichts. Stabil. Okay. Ich hab das umsonst gemacht. Aber, stopp. Hier ist noch eine Kanone. Vielleicht geht hier was. Weil, wie gesagt, ohne den blauen Münzschalter... Also ich bin jetzt vielleicht... Selbst wenn ich nochmal alle Münzen einsammle, die ich vorhin hatte... Komme ich vielleicht auf 60 oder 70 Stück oder so. Ich schieße jetzt einfach mal hier nach oben. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Okay, hat gut funktioniert. Wir tryen das nochmal. Aber ich habe straight nach oben geschossen. Dann schieße ich mich jetzt einen Tick niedriger. Warte mal, das ist ganz nach oben. So. Oh wow, das ist einfach schon viel zu weit. Müsste ich mich da oben in die Wand reinschießen? Ist das vielleicht das Rätsels Lösung? Jawollo. Okay. Wir sind oben. Aber eigentlich bin ich nur hier, weil ich auf der Suche nach Münzen bin. Habt ihr Coins hier? Oh boy, hier sind noch mehr Kanonen. Das würde mich doch safe auch zu einem Stern bringen. Weil das würde mich doch so 100% zu einem Stern bringen. Ja, wenn ich mich jetzt da drüben reinschieße, dann habe ich doch einen Stern, oder? Ach, come on, was soll's. Hier ist einfach gar nichts. Gar nichts. Una. Was ist das für ein Level, Alter? Was ist das für ein Level? Also, Guys, irgendwie Progress, aber irgendwie auch nicht. Also, wir schaffen jetzt die 8 rote Münzmission. Da vorne ist ja ein blauer Münzschalter. Okay, insane Progress of Doom. Ich wollte sagen, wir schaffen die 8 rote Münzmission, aber die 100 Münzmission schaffen wir nicht. Wie konnte... Ach so, der blaue Münzschalter, der wird ab einer gewissen Distanz nicht mehr geladen. Aber hier ist ja ein blauer Münzschalter. Oh mein Gott, ich darf das jetzt nicht verkacken. Bitte spawnt in die Richtung, wo ich gucke. Ja. Oh mein Gott. 102 Münzen. Und ich glaube, es gibt 107 in diesem Level. Oh mein Gott. What the hell? Okay, also Freunde. Wir haben es geschafft. Die schwierigste Mission. Kommen wir zum Thema. Das Level ist scheiße. Ich glaube, der offizielle Fachbegriff für das Thema, was ich ansprechen möchte, ist, glaube ich, parasoziale Freundschaft oder parasoziale Beziehung. Aber wisst ihr was? Ich starte kurz mein Spiel neu, weil meine Kamera ist komplett gebumst. So, ich habe jetzt nochmal den Begriff gegoogelt.
Also parasoziale Beziehung beschreibt quasi die Beziehung eines Konsumenten, laut Definition, mit einem prominenten oder einem fiktiven Charakter. Na, es ist quasi einfach, in unserem Fall, irgendeine Person oder ein erfundener Charakter aus dem Internet oder des öffentlichen Lebens. Und quasi die Beziehung, die man als Beobachter, als Verfolger dieser Person des öffentlichen Lebens, quasi diese Beziehung, die man dazu aufbaut. Das ist, glaube ich, so das Optimale. Natürlich ist es mir vollkommen egal, wenn ihr, was weiß ich, einen Anime-Charakter feiert oder wenn ihr auf Kim Possible simmt. Das tue ich auch. Das schadet ihr natürlich nicht. Aber es ist natürlich definitiv auch ein Phänomen und da gibt es leider auch ganz, ganz, ganz erschreckende Beispiele, was passieren kann, wenn solche parasozialen Beziehungen zu heftig werden. Also das fängt, glaube ich, mit so Sachen wie halt creepy Nachrichten schreiben und so an. Wenn Fans, ich rede jetzt einfach von YouTubern und Streamern, weil das ist einfach mein Metier ist, das ist mein Arbeitsgebiet so. Wenn Fans irgendwelchen YouTubern, da rede ich jetzt gar nicht unbedingt nur von mir selber. Ich habe da zum Glück bisher wenig schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber irgendwelche creepy Nachrichten schreiben oder dann im nächsten Schritt vielleicht sogar schon stalken, wenn sie auf Zwang herausfinden wollen, wo jemand wohnt, dieser Person dann auf Schritt und Tritt folgen, vielleicht weirde Briefe in den Briefkasten werfen. Das ist alles fucking gruselig. So, imagine, da ist jemand in eurem Leben, den kennt ihr nicht, und der verfolgt euch und der macht creepy Dinge, der weiß, wo er wohnt, der kennt vielleicht sogar eure Familie, schreibt euch immer so richtig weirde Nachrichten und ihr wollt eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, aber ihr könnt nichts dagegen tun, dass derjenige permanent in eurem Dunstkreis ist und euch verfolgt. Boah, da schiebt man doch Paranoia, oder? Das ist doch unfassbar gruselig. Ne, das ist der nächste Schritt und dann, sag ich mal, Stalking ist schon relativ heftig und ich glaube, gerade weibliche Streamer und YouTuber haben, glaube ich, schon teilweise recht heftige Probleme mit sowas, also zumindest was ich so mitbekomme, wenn ich weiblichen Streamern zuhöre. Was die teilweise so erzählen. Eher in Amerika. Es gibt tatsächlich. Ich überlege gerade, ob es eine deutsche Streamerin gibt, die ich schaue. Ich glaube nicht. Also es gibt so ein, zwei in Amerika, die ich ab und zu mal verfolge. Die habe ich so auf meiner Twitch-Follower-Liste. Und was die erzählen, ist teilweise wirklich, wirklich, wirklich creepy. Ne? Aber nach Stalking hört es ja noch nicht auf. Dann kommen so Sachen wie Besessenheit. Dann kommen weirde Pakete und Fotos, die geschickt werden. Dann kommen vielleicht dann auch schon so Sachen wie, dass einfach permanent irgendwelche Geschenke für jemanden bestellt werden und. Bis dazu, dass der oder diejenige dann wirklich irgendwann euch auflauert, euch wirklich aktiv anspricht, euch nicht nur stalkt, sondern euch auch wirklich aktiv anspricht, eventuell euch sogar belästigt. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen heavy und das ist vielleicht, ein kleiner Vibe-Killer für die Folge, weil es jetzt eigentlich so eine, oh mein Gott, es ist frühmorgens, oh mein Gott, so ist es morgens, ich nehme Mario 64 auf und das Leben ist schön, dass es den Vibe jetzt vielleicht killt, aber ich weiß nicht, ob ihr Christina Grimmie kennt. Das ist eine Sängerin auf YouTube, die ich früher ganz, ganz aktiv verfolgt habe. Die hat einfach ganz großartige Covers von Musik hochgeladen, irgendwann noch eigene Musik produziert. Die war in Amerika, die war sehr erfolgreich, eine sehr, sehr berühmte YouTuberin. Und die wurde dann einfach auf einer Autogrammstunde erschossen. Eiskalt. Und derjenige, der sie erschossen hat, war niemand, der ihr Schlechtes wollte. Es war tatsächlich ein Zuschauer, der diese parasoziale Beziehung so krass ausgelebt hat, dass, dass er wie besessen war. Er war quasi in seinem Schädel, war er mit Christina Grimmie zusammen. Er hat quasi in seinem Kopf eine parasoziale Beziehung mit ihr geführt. Und in dem Moment, als er realisiert hat, dass er nicht mit ihr zusammen sein kann, in dem Moment ist die Welt für ihn zusammengebrochen. Und aus Frust, weil er sie nicht haben kann, hat er gesagt, niemand anderes soll sie auch haben. Und hat er sie einfach erschossen. Und, das ist dann immer das Feigste meiner Meinung nach, dann hat er sich auch noch selber erschossen. Also es ist nicht nur so, dass er unfassbar unzufrieden ist, weil er diese fiktive Beziehung nicht führen kann, sondern er hat sie umgebracht. So, sie war einfach nice. Also er hatte ja auch nichts an ihr auszusetzen, aber er war so frustriert, dass er nicht mit ihr zusammen sein konnte, dass er sie erschossen hat nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, hat sie keiner. So, was hat sie dir getan, dass du ihr das Leben nimmst? Was hat ihre Familie dir getan?
dass du ihr Leben nimmst. Das ist so heftig und so krass. Boah, da schüttelt's mich. Das ist eine der gruseligsten Geschichten, die ich jemals mitbekommen habe. Aber da seht ihr es. Also wie so Kleinscheiß, ne? So simples, oh ja, ich finde die ganz süß, so weit führen kann, dass jemand so verzweifelt ist, dass er nicht mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen sein kann, dass er sich dazu entscheidet, sie umzubringen. Aber nicht aus Hass, sondern aus Verzweiflung, weil er sie zu gerne mag. Merkt ihr was? Das ist heftig. Ich finde das richtig, richtig heftig und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was ich überhaupt tun. Ah, okay, ich muss die Metal Cap nehmen und die unten rein, verstanden. Also wirklich ganz, ganz üble Sache. Und deshalb ist das ein Thema, das muss immer wieder angesprochen werden. Nicht nur von mir, sondern theoretisch eigentlich von jedem, von jeder Person des öffentlichen Lebens mit einigermaßen Reichweite. Und vor allem, sage ich mal, von denen, die sich ein bisschen nahbar geben. Und da muss ich mich ja auch dazu zählen, weil ihr seid mir, also jeder Einzelne von euch ist mir in einer gewissen Art und Weise wichtig. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch die wenigsten von euch persönlich. Also, ne, das ist halt so das Verrückte. Also, ihr seid mir einfach als Community sehr, sehr wichtig und ihr seid mir sehr ans Herz gewachsen und ich will nur das Beste für euch. Aber trotzdem sind wir keine Freunde. Und wir können auch keine Beziehung führen. Und die wenigsten von euch kenne ich. Also, es ist eine Beziehung, eine ihr kennt mich, aber ich kenne euch nicht Beziehung. Und das muss einem immer wieder klar werden. So, ich kann nicht für euch da sein. Wenn irgendwas ist, ne? So, das. Lol, what the fuck? Ah, oh mein Gott, ist das schwer. Okay. Aber ich kapiere, wie das funktioniert. Und das muss einem immer wieder klar sein. Ich bin nicht euer Freund. So offen ich auch über Dinge aus meinem Leben rede und so gern ich auch mit euch über Dinge aus eurem Leben rede, sind wir keine Freunde. Und das muss immer wieder gesagt sein, weil auf der einen Seite zum Schutz für mich einfach, um davor aufzupassen, dass das quasi, dass mir nicht so ein kranker Shit passiert, weil das möchte ich nicht, deswegen mache ich nicht YouTube. Aber auch, dass ihr euch schützt, ne? Also, weil ich weiß nicht, was ihr für Menschen seid. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Leben erlebt habt. Dass das, jeder von uns hat eine ganz eigene Geschichte, in der er quasi was erlebt hat und eigene Erfahrungen. Aber ich kann kein Freund von euch sein. Ich kann kein Beziehungspartner sein, ich kann kein Freund sein. Ich bin sehr gerne der coolste YouTuber und Streamer, den ihr verfolgt. Aber ich bin keine echte menschliche Beziehung, die ihr sozusagen pflegt und die ihr führen könnt. Und das muss euch ganz, ganz klar sein. So, ne? Und kein Streamer ist das. Wenn ihr einen Menschen persönlich nicht kennt, wenn jemand nicht ehrlich auf euch zukommt und Zeit mit euch verbringen will. Es geht ja nicht nur darum, dass ihr Zeit mit jemandem verbringen wollt, sondern derjenige muss ja auch Zeit mit euch verbringen wollen. So, wenn man das regelmäßig tut, dann kann man darüber reden, ob sich eine Freundschaft entwickelt. So, dann kann man über all den Shit reden. Aber solange ihr jemanden nur online verfolgt und derjenige euch als Person nicht kennt, habt ihr keine menschliche, echte Beziehung zu ihm. Und das muss immer wieder ganz klar gesagt sein. Zum Schutz der Person des öffentlichen Lebens und zu eurem Schutz. So, und das meine ich wirklich ganz, ganz, ganz ernst. Und das ist eine Sache, die ganz häufig kommuniziert werden muss, weil ich würde mal behaupten, dass ich jemand bin, der sich sehr nahbar gibt. Ich bin sehr nah an euch. Ich rede in Streams häufig über Dinge, die ihr mir schreibt, über persönliche Sachen. Ich erzähle euch so gut wie alles aus meinem Leben. Also, und dadurch, dass ihr halt so viel aus meinem Leben wisst, kann halt der Eindruck entstehen, dass halt, sag ich mal, dass eine gewisse Form von Freundschaft da ist, weil ihr viel über mich wisst. Aber ich weiß nichts über euch. Über einen ganz kleinen Bruchteil von euch. Warte mal, warum ist jetzt hier wieder kein Herz in der Mitte? Ich habe immer das Gefühl, da, wo die Herzen sozusagen fehlen, da, Das sollen wir dann zeigen, wo ich hin muss. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann gerade kein Deutsch. Da oben ist der Stern. Cool. Na, und wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich kenne nur einen ganz, ganz kleinen Teil von euch einigermaßen persönlich, weil wir vielleicht mal uns irgendwo unterhalten haben oder weil wir mal geschrieben haben. Und von dem kleinen Teil, den ich persönlich kenne,
da kenne ich pro Person auch nur einen ganz kleinen Teil der Persönlichkeit. Also, das ist ja auch menschlich gar nicht möglich, dass ich so viele von euch kenne. Es ist ja not possible. Ich meine, so, was wäre ich für ein schlechter Freund, wenn ich, keine Ahnung, hier bei Mario zum Beispiel gucken so, glaube ich, im Schnitt 3.000 bis 4.000 Leute zu. Ich kann doch keine 3.000 bis 4.000 Freunde haben. Das ist not possible. Und, ja, deswegen ist das wirklich eine Sache, da muss man auch sich einfach selber ehrlich hinterfragen. So, bin ich vielleicht Fall? Bin ich jemand, der... By the way, da oben, ne, da ist der Star, ja. Bin ich jemand, der auch von so einer parasozialen Beziehung vielleicht betroffen ist? Fragt euch das mal. Stell ich einfach die Frage. So, ist da jemand online? Das muss jetzt nicht ich sein, um Gottes Willen. Aber ist da jemand, wo ihr merkt, holy shit, diese Person ist mir so wichtig und geht mir so nah und ich habe so eine Bindung zu ihr? Fragt euch das mal, weil diese Person, zu der ihr diese Bindung habt, die wird diese Bindung niemals erwidern können, weil sie euch einfach nicht kennt. Verdammt, ich habe gesafe-stated, Freunde, ihr wisst, ich hasse Kanonenschüsse. Und wenn ihr merkt, oh damn, da ist jemand, zu dem habe ich so eine innige Beziehung und so eine Berührung, aber der oder diejenige kennt mich gar nicht, dann müsst ihr sehr, sehr, sehr vorsichtig damit sein. Das meine ich wirklich ganz, ganz, ganz ernst. Da müsst ihr einfach sehr aufpassen, weil diese Person niemals das Gleiche für euch empfinden wird, wie ihr für sie. Und das macht euch nur selber kaputt. Weil dann kommen genau solche Fälle. Dann baut ihr eine Bindung dazu auf. Werdet vielleicht selber so ein creepy Dude, der stalkt, der kranke Scheiße macht, was auch immer. Damit macht ihr euch strafbar. Also nicht nur, dass ihr euer eigenes Leben damit verbaut, aber auch eure emotionale Gesundheit. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich bin mit dieser Person des öffentlichen Lebens, bin ich befreundet, so, ich weiß alles über sie, ich bin da, ich bin der beste Freund. Und dann erfahrt ihr irgendwann, aber, ja klar, diese Person des öffentlichen Lebens, die kann das natürlich gar nicht erwidern, weil sie mich nicht kennt, sie wird mich vielleicht nie kennenlernen oder höchstens einfach mal ein paar Worte mit mir quatschen, wenn ich sie irgendwo treffe. Dann macht euch das ja auch kaputt, weil ihr dann das Gefühl habt, ich bekomme das, was ich in diese Person, was ich in diese Freundschaft mit dieser Person des öffentlichen Lebens investiert, das bekomme ich ja niemals zurück. Wie denn auch? Und dann passiert eben genau das, was mit dem geisteskranken Mörder von Christina Grimmie passiert ist. Der hatte dann irgendwann diese Erkenntnis und es hat ihn so in den Wahnsinn getrieben, dass er ihr Leben genommen hat und seins. So, und das ist doch einfach nur... Wow, das ist so creepy, Mann! Und es ist doch dumm, also quasi... Dass nicht nur, dass ihr euer Leben kaputt macht, sondern dass ihr dann auch noch im schlimmsten Fall das Leben von jemand anderem kaputt macht. Sowas macht man doch nicht. So, jeder von uns sollte doch das Ziel im Leben haben, möglichst viel Gutes zu tun. Und wenn man erkennt, okay, ich habe da vielleicht eine etwas ungesunde Beziehung zu jemandem des öffentlichen Lebens, der quasi nicht mein Freund sein kann, dann sollte es doch in der Aufgabe eines jeden Einzelnen liegen, das zu erkennen, was dagegen zu tun. So. Bevor eben noch was Schlimmes passiert, ne? Präventiv arbeiten. Nicht so lange eine imaginäre Freundschaft zu einer Person des öffentlichen Lebens führen, bis das einen dann in Stalking und in den emotionalen Wahnsinn treibt, weil diese Freundschaft nicht erwidert werden kann, sondern einfach erkennen, okay, ja, das ist eine Person des öffentlichen Lebens und vielleicht finde ich die auch cool, aber man muss dann einfach so ehrlich zu sich selber sein, dass das wird nichts, ne? Und auch, wenn jetzt irgendjemand kommt mit meinen Witzen, die ich immer über Ariana Grande mache und den ganzen Reddit-Memes, die es da gibt, dass ich sie heirate, so, ne? Das ist natürlich, das ist nicht mal ansatzweise vergleichbar, Guys. Also nicht mal ein bisschen. Das ist einfach nur lustig und ich weiß, dass ich in meinem Leben diese Frau niemals treffen werde und das ist auch einfach nur ein riesiges Meme. Ich finde, es ist einfach nur eine hübsche Frau. So, man kann ja jemanden hübsch finden, ne? Und ich finde es lustig, Jokes darüber zu machen, aber glaubt mir, in keiner Faser meines Körpers erwarte ich irgendwie, dass ich eine Beziehung mit dieser Frau führe. Bevor das irgendjemand, also ich glaube nicht, dass ihr es tut, ich glaube an eure Intelligenz, bevor irgendjemand denkt, dass ich mir da ernsthaft, was weiß ich, Hoffnungen oder sonst was tue. Das ist nicht der Fall. So. Und by the way, werde ich jetzt gleich wieder trinken, weil ich muss hier, glaube ich, irgendwas finden. Ich muss hier irgendeinen Eingang finden, ich muss hier irgendwas finden, was ich tun muss. Und wie gesagt, dieses Level ist unspielbar für mich. Oh, hallo. Weil die Kamera einfach nur schlimm ist, aber wir schaffen das. Und ja, deswegen muss das immer wieder klar sein. Personen des öffentlichen Lebens, egal ob ich es bin oder irgendjemand anders, wir können nicht eure Freunde sein. Freundschaft entsteht nur,
wenn zwei Menschen sich aktiv dazu entscheiden, gemeinsam miteinander Zeit zu verbringen über einen längeren Zeitraum. Und wenn dann beide Menschen merken, sie verstehen sich, dann kann man von Freundschaft reden. Aber nicht, weil ihr mit jemandem öffentlich connectet, ist er verpflichtet, euch zu mögen oder mit euch befreundet zu sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da wollte ich erstmal drüber reden. Das war sehr, sehr cool. Also danke an denjenigen, der das Thema vorgeschlagen hat. Ich glaube, ich wäre da prinzipiell von alleine erstmal nicht so drauf gekommen, aber das ist, glaube ich, ein Thema, das kann man nicht häufig genug ansprechen. Gerade in so einer Zeit von Social Media, wo sich die, ich sag mal, wo die Stars mittlerweile immer mehr immer mehr Privatpersonen sind. Also ich meine, mittlerweile ist es halt wirklich so, dass einfach, wenn jemand einen coolen Instagram-Account führt, wenn jemand einen coolen YouTube-Kanal führt, das sind ja meistens einfach irgendwelche Privatdudes. Ne? Ich bin ja auch einfach nur ein Privatdude. Ne? Und wenn diese Leute dann auf einmal zu, in Anführungszeichen, Stars und Personen des öffentlichen Lebens werden, weil sie halt einfach ihr Leben teilen und Leute damit connecten können, so, dann entsteht halt ganz schnell dieser persönliche Eindruck, so, oh ja, der macht Fotos und Videos von hier und da und sie erzählt mir was über ihre Emotionen und über das, was sie fühlt. Ja, ich kann das total nachfühlen. Wir gehören zusammen und so. Leider nicht, Freunde. Leider nicht. So funktioniert das Leben nicht. So, und ich sehe gerade, Guys, ich muss eine Röhre finden. Ne? Und nachdem jetzt mal hier wieder kein Herz ist, schätze ich, dass die Röhre irgendwo unterhalb von mir ist. Weil wie gesagt, man kann das Wasser immer nur so hoch fahren, wie es für den aktuellen Stern notwendig ist. Und dementsprechend müssen wir jetzt einfach mal uns wirklich ganz aktiv darum kümmern, wo wir jetzt noch eine Röhre finden, um an den letzten Stern in dieser Welt zu kommen. Dann bin ich sehr froh, wenn ich diese Welt hinter mir lassen kann. Hier, Freunde, in der Höhle ist jetzt was aufgetaucht. Ah, hallo. Okay, dieses Level verändert sich wirklich von Mission zu Mission. Also da muss man wirklich immer wieder alles neu erkunden, ne? Und jetzt komme ich hier hin. Okay, damit hätten wir die Deep Ancient Abyss oder wie auch immer das hieß, abgeschlossen. Sehr skurriler Kurs, nicht so ganz mein Geschmack. Aber ich glaube, ein sehr wichtiges Thema, über was wir geredet haben. Gebt mir gerne mal eure Einschätzung in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch von anderen Personen des öffentlichen Lebens Geschichten von Menschen, die dachten, sie wären mit ihm befreundet und dann waren sie es nicht oder haben gestalkt und so. Das ist, werdet nicht so ein creepy Dude, ne? Jeder von euch. Werdet nicht creepy. So, nehmt euch von Personen des öffentlichen Lebens alles Positive mit, was sie euch geben können. Aber passt auf eure emotionale Bindung auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön an die mittlerweile schon vier großen Supporter hier. Shorty, Sirenkmora, Lord Ryoma und Shiro. Ey, Hammer. Geil, dass ihr das hier so unterstützt.